Du und ich, wir alle haben die einzigartige Fähigkeit, das eigene Leben mit der Kraft des Verstandes selbstbestimmt zu erschaffen. Und vielen Menschen wurden von klein auf beigebracht, mit dem zufrieden zu sein, was da ist, das zu akzeptieren und nicht nach mehr zu fragen. Aber wir Menschen sind nicht hier auf dieser Welt, um uns mit den Umständen, die uns nicht erfüllen, die uns nicht glücklich machen, abzufinden. Wir sind hier, um ein erfülltes, glückliches Leben nach unseren Vorstellungen zu leben. Und das hört sich vielleicht für den einen oder anderen pathetisch an. Aber ich werde dir gleich erklären, warum das so ist. Jeder Mensch ist hier, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Jeder einzelne Mensch ist hier, um seinen Dienst an der Evolution zu tun. Jede Pflanze, jedes Lebewesen dient dem großen Zusammenspiel der Evolution. Es gibt kein einziges Lebewesen auf dieser Erde, das den lieben langen Tag etwas tut, was ihm nicht gefällt, was er widerwillig tut. Das tun nur wir Menschen. Und es gibt so viele Menschen, die beschäftigen sich Tag ein, Tag aus mit einer Tätigkeit, die sie gar nicht sonderlich interessiert, die ihnen Energie stiehlt, anstatt ihnen Energie zu geben. Eine Tätigkeit, die dich nicht erfüllt und die dir keine Möglichkeit gibt, dein Potenzial zu entfalten, das ist keine Tätigkeit für dich. Und jetzt frage dich mal, denkst du, dass ein Mensch ein erfülltes, glückliches Leben führen kann, wenn er oder sie den Großteil der Wachzeit mit einer Tätigkeit verbringt, die er oder sie nicht mag? Und höchstwahrscheinlich denkst du, dass es nicht möglich ist. Und denkst du, dass ein Mensch mit einer Tätigkeit dauerhaft erfolgreich sein kann, wenn diese Tätigkeit ihn nicht interessiert, wenn diese Tätigkeit ihm keinen Spaß macht? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, dass jeder Mensch, der langfristig in einem Job arbeitet, der Energie stehlt, anstatt zu geben. Ich denke, dass jeder Mensch, der einer Tätigkeit nachgeht, die weder Spaß macht noch Interesse weckt, seine kostbare Lebenszeit verschwendet, sich einfach auf einen falschen Pfad im Leben befindet, der nach Korrektur schreit. Für jeden Menschen gibt es eine Aufgabe, eine Tätigkeit, in der er oder sie aufgeht, in der er oder sie viel Freude und Interesse findet, in der er oder sie das Gefühl hat, dass die Zeit wie im Fluge vergeht. Und diese Aufgabe, die kann dem Leben einen neuen Sinn geben. Und dabei ist es egal, ob du Unternehmer bist, selbstständig oder Angestellter oder in einer Firma arbeitest. Es ist egal, ob du Ingenieur bist, Programmierer oder ein Team von Verkäufern führst. Das spielt keine Rolle. Es ist egal, ob du hilfreiche Produkte verkaufst oder in einer Naturschutzorganisation ehrenamtlich arbeitest oder ob du anderen Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehst. Es gibt für jeden Menschen die Aufgabe, die ihn erfüllt, die ihn Energie gibt. Es gibt für jeden Menschen die Aufgabe, die dem Leben einen tieferen Sinn gibt. Die Aufgabe, in der du anderen Menschen auf dieser Welt dienen kannst. Und die Aufgabe, an der du dein Potenzial entfalten kannst. Und dein Potenzial entfalten kannst du natürlich nicht an einer Aufgabe, die dir nicht die Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Indem du zum Beispiel ein negatives Umfeld hast. In einem negativen Umfeld kannst du nicht dein Potenzial entfalten. Und du bist hier auf dieser Welt, um dein Potenzial zu entfalten. Vielleicht kennst du Menschen, die ihre Aufgabe schon gefunden haben. Und was haben diese Menschen, die ihre Aufgabe gefunden haben, für eine Ausstrahlung? Wie treten diese Menschen auf? Wie sicher und klar wirken diese Menschen auf dich? Glaubst du, dass Erfüllung und Freude in einer Tätigkeit zu finden generell zu besseren Beziehungen führt, generell zu einer stabileren Gesundheit führt? Das ist so, natürlich. Wenn du dich gut fühlst bei deiner Tätigkeit, wenn du Erfüllung findest, wenn du Sinn findest in deiner Tätigkeit, dann fühlst du dich besser, das stärkt dein Immunsystem, das macht deine Beziehungen besser. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn deine Tätigkeit dich erfüllt, wenn deine Tätigkeit dir Freude bereitet, wenn deine Tätigkeit dir Energie und gute Laune gibt, dann profitierst du und dann profitieren auch die Menschen in deiner Umgebung. Die Chancen, erfolgreich und glücklich in einer Tätigkeit zu sein, die dich interessiert, die sind doch viel größer als in einer Tätigkeit, in der du nicht glücklich bist. Ganz klar. Und wenn du noch nicht sicher bist, was deine Aufgabe im Leben ist, dann solltest du so lange suchen, bis du deine Aufgaben gefunden hast. Du fragst dich jeden Abend, bevor du einschläfst, was ist meine Aufgabe?
was ist die Aufgabe, die mich erfüllt? Was ist die Aufgabe, die mir zugedacht ist? Und dann glaube fest daran, dass du die Antwort finden wirst. Und wenn du dir lang genug diese Fragen stellst, ich wiederhole die Fragen nochmal, was ist meine Aufgabe? Was ist die Aufgabe, die mich erfüllt? Was ist die Aufgabe, die mir zugedacht ist? Wenn du dir diese drei Fragen lang genug stellst, dann wird dein unbewusster Verstand dir die Antwort geben. Die Antwort wird sich dir offenbaren. Deine Aufgabe ist es, fest daran zu glauben, dass du deine Aufgabe findest. Glaube fest daran, vertraue dir selbst, vertraue deinem unbewussten Verstand, dass dir deine Aufgabe offenbart wird, dass du deine Aufgabe findest. Und sobald du bewusst beginnst, nach deiner Aufgabe zu suchen, dann muss dein unbewusster Verstand sie dir früher oder später offenbaren. Und deine Aufgabe zu finden ist einer der größten Einflussfaktoren auf deine Lebensqualität. Die Aufgabe zu finden, die dich erfüllt, führt dich ein großes Stück weiter auf den Weg zu Glück, zu Erfüllung. Also, bleibe dran. Suche deine Aufgabe so lange, bis du sie gefunden hast. Herzliche Grüße, alles Gute für dich, Marcel Megari.